So, Hallöchen, ich grüße dich herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2. Wir sind hier. Es fängt schon wieder nicht gut an. Denn es ist schon wieder hier neblig. Ich weiß gar nicht. Es ist halt hier ein langer Schacht, ne? Ich habe hier Angst, dass ich jetzt hier wirklich die Alte noch einmal treffe. Oh Mann, ey. Egal, wir müssen es versuchen. Fuck, wo gehen wir am besten hin? Ich habe keine Ahnung, wo es sich jetzt am besten lohnt. Hier lohnt es sich auf keinen Fall. Oh Mann, ey. Oh, das macht mich so verrückt. Muss darüber. Nein! Alter! Du doofe Schachtel, Alter. Okay, aber dann weiß ich wenigstens, was Sache ist. Ich muss gucken. Dass ich das einigermaßen schaffe, darüber zu kommen. Ich warte da sicherheitshalber ein bisschen ab immer. Okay, wir könnten uns theoretisch da drüben dann verstecken. Nein, andere Richtung, du Trottel. Ich hoffe, die sehen mich jetzt hier nimmer. Boah, das ist bei der Alten. So Anspannung, Buhe. Thank you.
Was ist jetzt? Jetzt ist doch, ach, leck mich doch fett. Ja, la la la, du mich auch. Tu mich an, lalala. Hau ab! Ach, das ist ein... Ach, du Kacke. Die Alte hat mich im Griff. Na, Schneckel! Oh Gott! Übelst Gänsehaut wieder. So, Sebastian passiert die Sicherheitsteam. Labor und setzt seine Suche nach Hoffman. Und O'Neill fort. Das ist schön. Neu verbunden. Kennst dich aus. Kapitel 11. Wir haben schon 7 Minuten wieder. Ah. Gott. Okay, ich muss sagen, zum Glück. Jetzt sollte ich doch wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Nein! Ich hätte vielleicht abhauen sollen. Okay. Eieiei. Kriegt der alte Haut, warte. Ah, muss ich was trinken kurz. Ah, das schmiert. Die sexy Stimme. So. Na, ich warte, bis du fertig gesponnen hast. Okay, theoretisch. Muss ich echt tatsächlich abwarten, bis die wirklich da drüben ist. Hier sieht die mich definitiv. Ich muss wirklich warten, bis die ganze rum ist. Ich muss echt wieder. Hör auf zu klopfen da hinten. Ich glaube, ich kann mich nur hinter diesem Ding verstecken. Ich hoffe, die... Komm nicht zu nah, Alter. Ich sehe die nicht, wo ist die Deise? Muss ich jetzt mal kurz abwarten, bis sie sich wieder... Shit.
Das hat ein bisschen was. Da gibt es ja so ein Mobile-Spiel, so ein Android-Spiel. Da musst du die Dinger auch so verschieben, ey. Alter, ist das aufregend jetzt. Ich steck mich doch noch mal hier lieber da hinten. Viel fehlt nimmer. Viel fehlt nicht mehr, um da rauszukommen. Shit. Nein! Nein! Schnuggel. Junge. Junge. Leck mich doch fett. Alter. Okay. Sebastian. Nein! Kurz davor! Kurz davor. Ich sollte nicht zu hektisch sein. Ich sollte das lieber in Ruhe machen. In der Zeit, wo das hier lädt, wäre ich jetzt schon längst durch, wenn ich es in Ruhe gemacht hätte. So. Dann hätte ich gesagt, probieren wir nochmal unser Glück. Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Die sieht mich hier wieder, ey. Könnten es mal probieren. Ja. Schaut so furchtbar aus immer. Ah, schaut immer recht grausam aus alles. Okay, wir schaffen das schon, keine Angst. Es gibt's doch nicht. Kapitel 11. Okay. Jetzt werde ich aber wirklich mal hier, ne? Abwarten und Tee trinken, hat er gemeint. Ich werde mich einfach nur mal kurz hier verstecken. La 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 la, du mich ja. Oh, du kommst mir recht nah, Mädel. Du kommst mir doch hier gerade recht nah. Boah, leg mich doch am Arsch. Sag bloß, wir haben es geschafft. Dieses Ding schon wieder. Boah. Warum verfolgt es mich? Was hat es mit diesem Ort zu tun?
Ja, und speicher mal ab, Spiel. Ganze Zeit speicherst. Aber nicht, wenn du speichern sollst. So, was haben wir hier Feines? Was haben wir hier Feines? Hier haben wir noch was zum Lesen, Dokument. Psychiatrisches Gutachten, Unterteil. Die obere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Weiterhin im Dienst bleiben und Beobachter werden. Die Informationen aus seinem Experiment im STEM könnten für die Organisation von unschätzbarem Wert sein. Es wird vermutet, dass das Eintauchen in den STEM lange erhaltene Nachwirkungen haben kann. Detective Castellanos ist einzigartig, da er in den STEM eingestiegen ist und ihn verlassen hat. Alles ohne die standardmäßige Vorbereitungen oder Gedächtnisüberschreibung. Wir können viel über die psychischen Folgen der Nutzung des STEM lernen, wenn er seinen alltäglichen Angelegenheiten weiter nachginge und wir ihn aus der Ferne beobachten. Ich werde Detective Castellanos mentale Verfassung weiterhin durch unsere vorherigen Therapiesitzungen verfolgen und sämtliche Erkenntnisse wöchentlich an die Organisation weiterleiten. Walter Harrington, Psy-ID, ja, kennst dich aus. So, wir können natürlich hier noch switchen. Hier gibt's nichts, nein, aber... Verdammt. Ich war für Morbius nur ein Versuchskaninchen. Langanhaltende Nebenwirkungen. Sie wussten, was das der mir antun würde. Ja, es sind schon Schweine hier unterwegs, muss man sagen. Aber das fällt ja jetzt erst ein, oder? Dass die dich... Mir gefällt es hier gar nicht. Mir gefällt es hier überhaupt nicht. Das kann ich hier nicht durch. Hui! Muss jetzt wieder hier zurück. Hier kann ich nichts rausholen. Ja, und nu? Ich will mal zum nächsten Speicherpunkt, um ehrlich zu sein. Was ist hier los? Kann ich hier was machen? Nee, ne? Ah, hier haben wir noch was. Total überlesen. Brief des Polizeipräsidenten. Datum 17. November 2014. Hier ist Jim. Ich melde mich nur kurz wegen der Castellanos Beacon-Sache. Wir schicken Sebastian zu einer verpflichtenden Beratung. Der Beacon-Vorfall muss unter Verschluss bleiben. Und nur der Detective könnte das noch gefährden. Wir haben viele Operatives in KCPD, aber nicht genug, um eine totale Informationssperre zu gewährleisten. Glücklicherweise steht der Personalpsychologe auf der Gehaltsliste der Organisation. Sobald wir herausgefunden haben, wie viel Castellanos weiß, können wir in diesen Sitzungen problemlos gewisse Selbstzweifel bei ihm hervorrufen. Wenn wir mit ihm fertig sind, wird Sebastian nicht mehr genau sagen können, ob das, was er in Beacon erlebt hat, real war oder nicht. Nicht, dass es dabei viel Hilfe bräuchte. Er stolpert wie ein Zombie durch seine Einsätze. Der arme Miss Kill hat offensichtlich Probleme zu verarbeiten, was auch immer dort drin zugestoßen ist. Es tut mir fast schon leid. Ich kenne ihn jetzt schon seit mehr als 10 Jahren und es ist, als wäre er nicht mehr derselbe. Aber das ist nun mal der Preis des Fortschritts. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. James Van Kirk, KCPD. Kidman hatte recht.
Sie sind überall. Sie waren die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Was kracht denn hier schon wieder? Ach, das ist nur das Exit-Lamp, leider. Ach, schau einer an, da geht gleich die Tür auf. Ein Ausweg? Oh, wie gruselig. Freude der Sonne. Biekenäfenklinik. Sag bloß, wir kommen jetzt wieder hier rein. Ja, dreh ich doch gleich wieder durch, ey. Nein, sag bloß, das bin ich hier. Tatsächlich. Meine Schuld. Alles meine Schuld. Was zum Teufel ist das? Stehe still. Kann nicht fahren. Die Quelle meines Schmerzes bin ich. Der Teil von mir, der noch im Stem steckt. Komme nie hier raus. Nein. Falsch. Ich komme raus, aber ohne dich. Was war das? Das hat sich anders angefühlt. Realer. Als hätte sich etwas geändert. Ich fühle mich gut. Mein treuer Revolver. Wie lange ist das her? 2 Trophäe erhalten, Erlösung. Gespeichert wird's auch. Nice. In diesem Sinne, liebe Freunde, bevor wir hier die Diskette mitnehmen, das Dia meine ich, bedanke ich mich fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge mit Sebastian und dem Rest der Sippe. In diesem Sinne, macht's gut. Servus, euer Franconia. Ciao.